Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich nutze hier den Schatten dieser wundervollen Föhre, weil hier draußen sehen wir schon die Sonne. Ich würde sagen, es hat gefühlt schon über 30 Grad. Es ist jetzt, naja, ich würde sagen, 9:30 am Vormittag. Und wir sehen hier sehr, sehr merkwürdige Gebilde. Wären es normale Gebilde, ja, dann hätte die Sonne sich schon längst aufgelöst und wir haben wieder diesen absurden Effekt, dass die Sprühgebilde in der Nähe der Sonne immer stärker werden, beziehungsweise sich hier überall im Sonnenlicht halten können, was natürlich vollkommen unmöglich ist. Gut, worüber möchte ich heute sprechen? Das war nicht, was ich beabsichtigt habe, weil hier ist reges Verkehrsaufkommen, zahlreiche Fußgänger sind hier und ich suche mal hier leider in der Sonne mein Glück. Kurzer Nachtrag zum Horoskop. Ich habe nicht erwähnt die Opposition zwischen Venus und Pluto. Venus Spitze 11. Haus und Pluto im 5. Haus, also Oppositionsspannung, Venus auf 23 Grad im Krebs und Pluto auf 26 Grad rückläufig im Steinbock. Die Venus, haben wir herausgearbeitet, ist die Herrscherin des 2. und des 9. Hauses gewesen und Pluto ist der 2. Herrscher des 3. Hauses. Das heißt, hier haben wir eine starke Spannung zwischen Finanz, fernen Ausland bzw. immer Rom dahinter und der Wirtschaft, Industrie, Handel in Deutschland. Gut, das wollte ich jetzt nur als Abschluss sagen. Also hier haben wir, würde ich sagen, starke Machtkämpfe, die sozusagen schon, naja, offensichtlich werden, weil Spitze 11. Haus haben wir eine sehr massive Beeinflussung, auch natürlich politischer Parteien, keine Frage, weil 11. Haus steht auch für politische Parteien. Aber wie gesagt, darüber wollte ich nicht reden. Was mir mehr am Herzen liegt, ist, dass wir jetzt eine furchtbare Spannung haben. Wir haben jetzt, wie ich das schon vor einigen Videos gesagt habe, rissigen Boden, große Dürre, große Trockenheit, große Hitze. Ist das zufällig? Nein. Glaubt ihr, dass die Mächtigen im Hintergrund Astrologen haben, die dann ganz genau sagen, welche Energie wann ausgelöst wird? Jo, jo, davon bin ich 1000%ig überzeugt. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Systembetreiber die besten Astrologen der Welt haben. Also unbestritten. Dagegen bin ich sozusagen eine kleine Null. Aber trotzdem fällt mir halt Gewisses auf und diese Auffälligkeiten versuche ich euch eben auch zu berichten. So, jetzt müsst ihr mir einfallen, was ich sagen wollte. Richtig. Und zwar Internet. Darüber rede ich schon in den letzten Tagen wiederholt. Ich denke über einen Ausstieg schon sehr, sehr laut nach, was natürlich absurd ist, weil jemand, der sozusagen seine Existenz über das Internet bestreitet, rät sozusagen seinen eigenen Abonnenten davon ab, das Internet zu besuchen. Also, wie gesagt, ich kann es nicht abraten, aber ich kann es auch nicht sonderlich empfehlen. Ich würde sagen, der Weg zum Ausstieg ist möglicherweise die wichtigste Entscheidung deines Lebens und mir ist auch 100%ig klar, weil ich da ja aus eigener leidvoller Erfahrung spreche, dass es nicht so einfach möglich ist. Also so mir nichts, dir nichts aussteigen und sagen, na gut, dann lassen wir es heute. Das war eigentlich nur ein kleiner Scherz. Danke, auf Wiedersehen, tschüss, Baba und Freundet. Das, würde ich sagen, spielt es nicht. Also es wird ein sehr, sehr schwieriger Entzug werden. Und ich kann mir eigentlich keine Sucht vorstellen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie harte Substanzen, wie das tut, wenn man die nicht mehr zu sich nimmt, aber ich kann mir von meinem momentanen Wissensstand halt keine stärkere Sucht als die Internetsucht vorstellen. Wenn ich mir anschaue, ich meine, früher hat man darüber gelacht, aber ich kann mittlerweile nicht mehr darüber lachen, wenn ich sage, haha, schau nur da, der sitzt die ganze Zeit, egal wo, ja, egal wie, egal wann. Ja, möglicherweise auch beim Sex haben sie auch ihr Satansphone in der Hand und schauen irgendwas nach. Ja. Ich kann nicht mehr darüber lachen. Ein Großteil der Jugendlichen, ja, ich will jetzt sagen alle, weil das sind sicher nicht alle davon betroffen, aber ein Großteil der jungen Leute ist rund um die Uhr mit diesem Mistding beschäftigt.
In der Früh die erste Handlung, ja, der Griff zum Satansfon. Was gibt es Neues? Gibt es eine neue Ape? Ja, also lauter Affen, irgendein Schwachsinn, der wieder, um Gottes Willen, in Peking ist wieder Fahrrad umgefallen. Best Tag gescheit. Unvorstellbar, unvorstellbar. Also tolle, top aktuelle News, die an sich ja völlig belanglos sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und da will ich jetzt das Tageshoroskop auch gar nicht ausnehmen, ja, also ich möchte nicht sagen, ja, alle anderen Seiten sind Schwachsinn, nur hier wird Evangelium gepredigt, völliger Blödsinn, ja, völliger Nonsens. Wenn du dir so überlegst, die letzten Jahre, welche wirklich guten Informationen hast du bekommen? Ich meine wirklich gute, wo man sagt, bumm, das hat mein Leben jetzt aber richtig beeinflusst. Da habe ich jetzt was fürs ganze Leben mitgenommen. Bist du gescheit? Das war wirklich was wert. Überleg einmal. Du hast tausende Videos angeschaut. Tausende und abertausende Videos. Ja? Und auch von einem Spaßvogel, der sich Astrowolf nennt. Ja? Das ist um nichts besser. Tausende Videos hast du dir angeschaut. Und welches Video war dabei, wo du sagen kannst, gut, das hat mein Leben verändert. Das war es jetzt. Das war das, was ich wissen musste. Das hat sozusagen alles für mich verändert. Jetzt geht es mir wieder gut. Kann sein, dass es sicher Videos gegeben hat. Durchaus möglich, aber du musst nachdenken, stimmt's? Ich muss auch nachdenken. Welches Video hat mein Leben verändert? Gute Frage, oder? Wie viele zehntausende Videos habe ich mir reingezogen? Über 10 Jahre lang. Über 10 Jahre lang bin ich nur vom Internet gesessen, habe viel Bier getrunken, Rotwein natürlich auch, und habe ein Video nach dem anderen angeschaut. Ein Video nach dem anderen. Nur Input, 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 Input. Und was war Neues dabei? Nix. Ich habe mir verschiedene Videos 2-mal, 3-mal angeschaut. Bei den Audios verstehe ich ja noch, ja. Dein Lieblingssong oder eine der Lieblingslieder, das hört man sich halt gerne an. Keine Frage, ja. Aber letztendlich wirst du an der Frage nicht herumkommen, brauche ich das? Brauche ich das, um glücklicher zu sein? Wenn wir uns hier in der Natur umschauen, weil Natur ist ja hier schon, ja, herrliche Natur, gell? Natur ist ein relativer Begriff. Die Flasche werde ich mitnehmen. Das da kann ich ja nicht als Natur bezeichnen, oder? Jeder Weinstock hat 50 cm Platz nach links und rechts. 50 cm, schaut mal, wie die stehen. 50 cm voneinander. 50 cm. Traurig, oder? Und genau so, wie die Weinstöcke quasi an die Kette gezwungen werden oder an den Draht gebunden werden, genauso geht es uns Menschen mit dem Internet genauso. Die kommen davon nicht mehr los und wir kommen auch nicht mehr davon los. Aber wir haben einen entscheidenden Vorteil. Wir haben einen Zeigefinger, mit dem wir den Ausschalter betätigen können. Es funktioniert. Wir können den Stecker aus der Steckdose herausziehen. Das können diese armen Wesen nicht. Die müssen ihr Leben hier verbringen, hier in der Erde. Wir müssen unser Leben nicht vor dem Internet verbringen. Wir können Pausen machen. Ich habe gestern den ganzen Tag abgeschaltet gehabt. Hat mir gut getan. Ich habe sehr viel geschlafen. Ich habe unglaublich viel geträumt. Viele abstrakte Träume. Ganz, ganz schräge Sachen. Aber es hat sich sehr, sehr viel getan. Also Heilung setzt sofort ein, wenn du beginnst, das Richtige zu tun. Und was ist das Richtige? Naja, im Fall von Internet würde ich sagen, reduzieren, 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 so viel du kannst. Wenn du überlegst, was mache ich, soll ich mich schnell vors Internet setzen, schnell ein paar E-Mails beantworten oder soll ich mich im Garten setzen, ein Glas Wein trinken? Ich würde dir empfehlen, setz dich im Garten. Immer wenn die Wahl ist, etwas Virtuelles zu tun oder etwas Reales zu tun, ja, dann entscheide dich für das Reale. Weil diese sogenannte Verwandlung, weil es betrifft ja auch unsere DNS, ja, also diese Desoxyribonukleinsäure, wie wir es damals gelernt haben, glaube ich, in Biologie. Ja, Adenosin, Guanin wird das geheißen, Uracil, ich weiß nicht, wer diese verschiedenen Bausteine. Auf jeden Fall Zytosin, glaube ich, hat es noch gegeben. Und die wollen unsere DNS ändern. Die wollen uns sozusagen physisch an das 666 anschließen. Das heißt, da geht es uns dann so wie diesen Weinstöcken.
da ist dann vorbei. Da ist es dann erledigt. Ja? Da ist es dann erledigt. Dann haben wir keine Kontrolle mehr über unsere Handlungen. Und dann werden wir solche Szenen erleben, wie zum Beispiel in diesen Schwarzenegger-Filmen war das Total Recall, oder? Wo alles nur noch Kontrolle ist. Kontrolle, 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 wie wir es in China schon haben. Und es gibt einige gute Studien über die Zukunft. Und die beschreiben, dass die künftige Zivilisation auf diesem Planeten vier geteilt sein wird. Ich hoffe, ich kann jetzt die vier Teile rekonstruieren. Das eine wird eine top-moderne, supercomputergestützte Hochzivilisation sein. Ja? Also sozusagen, wie wir das in dem Film zum Beispiel das fünfte Element mit Bruce Willis gesehen haben. Ja? Wird die heißen Jojovic oder was? Und das ist die eine Variante. Die andere Variante wird sein, einfache Menschen, die in einfacher ländlicher Umgebung ihr Leben fristen. Das ist das, wie wir es zum Beispiel Hausnummer in der Ukraine oder noch in Rumänien, Bulgarien und so weiter sehr stark sehen können. Dann wird es eine dritte Zivilisationsform geben und dazu zähle ich uns. Ah, der Schatten ist sehr angenehm, das kann ich sagen, sehr empfehlenswert. Hier bleibe ich. Sehr, sehr gut ist das. Da stelle ich mich auf das Podest. Vor Fahrrädern geschützt und doch im Schatten. Und dazu zähle ich uns, die dritte Zivilisationsform. Das heißt, wo Menschen auf jegliche Technologie, nicht Technik, Technologie, also auf alles, was mit Elektromagnetismus zu tun hat, verzichten, aber in spirituellen Gemeinschaften zusammenleben. Ich würde sagen, das ist sehr archaisch, so wie es unsere keltischen oder von mir aus germanischen Vorfahren gelebt haben, in Gemeinschaften, die ihre Lebensmittel, ihre Nahrung selber anbauen? No. Danke. Hat das Meisenkind gerade bestätigt, was ich gesagt habe. Ja? Natürlich sind Meisen auch höchst willkommen in diesen Gemeinschaften. Und ich würde dann noch sagen, dass wir dann auch in weiterer Folge in den nächsten Videos darüber sprechen bezüglich Gemeinschaften. Da möchte ich auch schon morgen etwas darüber sagen, wenn wir einander im bescheidenen Rahmen treffen sollten werden. Bei 37 Grad, weil es ist mittlerweile schon höher geworden mit der Prophezeiung für die oder Prognose für die Temperatur. Und die vierte Form des Zusammenlebens, da muss ich jetzt stark nachdenken. Ich könnte mir vorstellen, das wäre dann eine Art Zivilisation, wie wir das in den Filmen Tribute of Panem gesehen haben, sozusagen, wo die Menschen zusammengepfercht unter extremer Kontrolle und unter extremer Gewaltanwendung leben oder beziehungsweise, wie das auch in dem Film Elysium, glaube ich, mit Matt Damon thematisiert wurde. Also das heißt, für uns sehe ich als Verheißung eine vollkommen computerfreie Zukunft, eine internetfreie Zukunft, eine einfache Welt wieder, ja, zum Beispiel so wie da, einfach, aber zuverlässig, wie damals auch Fahrzeuge gebaut wurden, noch mit Vorkammer-Dieselmotoren, die eine Ewigkeit gehalten haben. Gut, das waren nur ein paar Gedankengänge bezüglich künftiger Entwicklungen. Wir werden gespannt sein. Jetzt genau um diese Zeit herum geschieht Großes, geschieht Immenses. Und schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Ich bin sehr dafür, dass wir in eine spirituelle Gemeinschaftszukunft blicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Keltendorf-Gedanken noch einmal aufnehmen könnten. Wie gesagt, das Scheitern des letzten Projektes ist auf meine Verantwortung. Das heißt, ich habe gedacht, das kann ich so nebenbei machen, hat aber nicht funktioniert. Aber ich glaube, jetzt sind die Rahmenbedingungen ein wenig besser. Wieder um 19.50 Uhr und ganz besonders bitte gemeinsam dann morgen um 19.50 Uhr und ich werde dann noch ausdrücklich sagen, worüber wir morgen sprechen werden und was wir morgen dann auch visualisieren sollten, dass wir gemeinsam
an einer erstrebenswerten und auch, wie sagt man, positiven Zukunft arbeiten. Weil was derzeit angeboten wird, würde ich sagen, ist unter jeder Kritik. Gut, das war's, 19.50 Uhr, bitte gemeinsames Arbeiten. Und ja, bin jetzt endlich auch hier weg, weil hier sind viel zu viele Leute. Es war jetzt ziemlich schwierig, bei so viel Fußgängerverkehr die Gedanken zu halten. Schönen Tag, schönen Sonntag und bis morgen. Dein Austrowolf, Ende.